Hallo aus der Kaninchenhütte. Ich bin hier im Kaninchengarten bei den Damen und wollte heute euch etwas erzählen über den Standard. Im Standard steht alles darüber, wie ein Rassekaninchen auszusehen hat, mit welchen Merkmalen es versehen sein soll, welches Gewicht es haben soll, welche Größe es haben soll, welche Ohrengröße es haben soll. Welche Feldstruktur vorhanden sein soll. Das alles steht im Standard. Der Standard wird gebraucht, um, wie gesagt, die Rassemerkmale bei der jeweiligen Kaninchenrasse nachschlagen zu können. Jeder Verein sollte zumindest auch ein Exemplar haben. Wäre empfehlenswert, damit die einzelnen Vereinsmitglieder auch nachschauen können, was genau von ihrer Rasse gefordert und gefördert wird, wie die Tiere im Endeffekt aussehen sollen. Beim Angora-Kaninchen gab es jetzt wieder Nachbesserungen, dadurch, dass die Leistungszucht immer mehr wegfällt und wir immer mehr in die Erhaltungszucht gerutscht sind. Sind bestimmte Leistungsmerkmale weggefallen und es geht wirklich nur noch darum, den Phänotyp des Angora-Kaninchens zu erhalten. Ja, im Standard ist auch festgelegt, wie das Ganze mit der Ausstellung ablaufen soll, wie die Tiere, was schwere Fehler sind, was leichte Fehler sind, welcher Züchter vielleicht auch dann mal von einer Ausstellung ausgeschlossen werden kann, aufgrund hygienischer Mängel oder aufgrund von Erkrankungen der Tiere, ist dieses ja auch mal möglich, dass die Tiere auch mal einzeln gesetzt werden müssen, in Quarantäne. Dass das Kaninchen da lebt übrigens, es schläft nur, ne? Nur zur Info und zur Beruhigung. Das ist gerade im Tiefschlaf. Es lebt. Da bin ich auch sehr froh drüber. Schnarcht sogar ein bisschen. Naja, okay. Ja, das ist halt Angora, ne? Die sind halt tiefenentspannt. Und die sind, denke ich mir, auch wieder ganz froh, wenn nächste Woche dann die Wolle wieder runter ist. Und dann schauen wir mal weiter. Jedenfalls, der Standard regelt alles, was an so einem Kaninchen dran sein sollte. Und es ist auch festgelegt, wie das mit den Erzeugnissen ablaufen soll. Das findet man dann auch im hinteren Bereich, weil ja auch die Exponate mit bewertet werden können, die aus zum Beispiel Kaninchenwolle hergestellt werden. Die kann man dann auch bewerten lassen. Das sind dann die sogenannten Exponate. Finden sich meistens auf den Großschauen dann, dass man das dann da bewundern kann. Und da gibt es alles Mögliche an Erzeugnissen. Ne? Also von einer Kaninchenwurst bis hin zu geknüpften Angora-Stickbildern, Teppichen, wie auch immer, Pullovern, Jacken, bis hin zu Fellerzeugnissen auch, wo da dann die Felle verarbeitet werden. Auch das ist im Standard geregelt. Und der Standard kann auch über den Drucksachenverteiler der Landesverbände dann beschafft werden, beziehungsweise bestellt werden, ne? Also entweder jemand macht dann halt auch mal eine Sammelbestellung über einen Verein für mehrere Vereinsmitglieder. Gerade so für die neuen Mitglieder ist das auch ratsam, dass sie zum einen, bevor die sich für eine Rasse entscheiden, erstmal den Standard in Ruhe durchblättern können, um zu sehen, wie viele Kaninchenrassen haben wir hier überhaupt, was spricht mich jetzt an, weil nicht unbedingt jede Rasse ist auch auf jeder Schau vertreten. So dass man nicht sagen kann, ach, fährst du hier mal zur Bundesschau oder fährst du da mal hin, da gibt es dann alle Kaninchen. Dem ist leider nicht so. Es ist zwar schon eine sehr, sehr große Variation vorhanden an Kaninchenrassen auf so einer Großschau, aber auch da, es gibt immer noch so ein paar Rassen, die wirklich sehr selten sind. Und ne, ob man jetzt dann unbedingt von Angora Havanna jemanden sieht, der diesen Farbschlag auch mit ausstellt auf einer Großschau, ist auch nicht unbedingt immer gesagt. Ne?
Also von daher, und da gibt es nur noch gut, ja, zwei Hände voll Tiere, ne? Also so 20, 25 Tiere sind das noch maximal und dann war es das. Also von daher, ein Blick in den Standard kann da wirklich helfen, sich mit Kaninchenrassen auseinandersetzen zu können. Des Weiteren gibt es auch noch eine super tolle DVD vom ZDRK mit Schulungsmaterial, wie das aussieht, wie die Kaninchenhaltung aussehen kann, wenn man das möchte. Auch die Gruppenhaltung wird dort erklärt, beschrieben, auch vor allen Dingen in der Jungtieraufzucht, wie wichtig das dann halt ist, dass man da dann den Tieren auch mehr Platz gibt. Vor allen Dingen hören jetzt sicherlich einige nicht so gerne, wenn ich davon erzähle, weil sie starr an dem Buchtensystem festhalten. Das ist okay, das kann man machen, aber solange das Ganze gesetzeskonform ist. Es wird aber trotzdem empfohlen, gerade auch in der Jungtieraufzucht, den Tieren mehr Platz zu geben, da sich dadurch dann natürlich auch die Muskulatur anders entwickeln kann, das Skelett dementsprechend sich besser ausbilden kann, etc. Ne? Also je mehr Platz man diesen Tieren gibt zum Laufen, Springen, Klettern, etc. Ja, auch Kaninchen klettern, glaubt es mir, ich habe das schon oft beobachtet. Was meint ihr wohl, was ich hier alles im Garten schon habe, ne, sichern müssen, damit sie da nicht auch drüber kommen? Wie Bergziegen. Ich schwöre es euch. Bergziegen sind Scheiß dagegen. Ne? Also ich kann mich hier mit Ziegenhaltern super unterhalten. Ne? Über die Ausbruchsversuche von Angora-Kaninchen kann ich auch ein Liedchen singen. Aber holla, 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 holla. Nun gut, jedenfalls verschiedenste Haltungssysteme sind auch da auf dieser DVD zu sehen. Es ist ein Highlight, sich das vielleicht auch mal mit dem Verein zusammen dann anzuschauen, die DVD. Ich glaube, abgedreht wurde die damals mal in den 90er Jahren. Sieht zumindest dann auch dementsprechend alles aus. Und ja. Es ist interessant. Es ist wirklich, wirklich interessant, gerade dann halt auch für Leute, die halt neu in der Rassekaninchenzucht sind, sich da mal diese Filme anzuschauen. Ne? Also das Schulungsmaterial ist schon nicht verkehrt. Ja, die haben sich wirklich mal Leute sehr viel Mühe mitgegeben, das auf den Weg zu geben und sollte eigentlich auch in jedem Verein mindestens einmal vorhanden sein, dass man das dann auch an die Vereinskollegen dann mal rumreichen kann, diese DVD, dass sich das jeder mal ansehen kann. Ja, ich bin ein Fan von dieser DVD wirklich. Also ich mag sie. Ne, man könnte jetzt noch das mit dem Futter vielleicht ein bisschen mehr ausbauen können. Ne? Mit dem Kokzidienmanagement, das war auch ganz gut soweit. Ne? Also da gibt es wirklich schon schöne Tipps auf dieser DVD. Und ich finde die wirklich gelungen. Ja? Gerade weil es halt auch diese verschiedenen Haltungsformen und Systeme auch zeigt, die durchaus gängig sind. Also es gibt nicht nur das Buchtensystem, auch wenn das viele nicht so gerne hören. Aber Mensch, gönnt doch den Tieren mal ein bisschen mehr Platz. Das tut ihnen gut, wirklich. Ne? Also. Wir können nur Positives davon berichten. Ja, sicherlich sind wir ein bisschen eingeschränkter in der Partnerwahl innerhalb der Gruppe, dass wir halt nicht, wer weiß, wie viele Tiere haben in der Zucht, sondern halt wirklich nur einen festen Weibchenstamm und einen Zuchtrammler, den wir einsetzen, dann auf die verschiedenen Damen. Und weil wir halt mehr hier so in so eine Art Familienverbund die Tiere laufen, weil das am entspanntesten ist für die Tiere. Das ist auch das, was der Natur am nächsten kommt. Und was sollen wir denn jetzt mit 50 oder 60 Tieren? So, das wäre mir auch ein bisschen viel. Also von daher, mehr wie 20 Tiere war in Deutschland mit Angora-Kaninchen sowieso meist der Standard. So, es gab sehr viele Kleinzüchter oder kleineren Züchter mit Tierbeständen von 20 bis 30 Tieren, was vollkommen ausreichend ist, gerade bei Angora. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, die müssen alle geschoren werden. So, und ja, das war Standard. Ne? Also so über 100 Tiere oder sowas,
Das waren die absoluten Top-Hochzüchter, die von morgens bis abends nichts anderes gemacht haben, als ihre Angora-Kaninchen dann zu scheren und ein System da drin zu haben, etc. Ne? Also das war in den 1920ern und 1930ern und 1940ern. Und danach ne, gab es noch in den 1980ern nochmal müssen die so laut sein? Echt jetzt mal? Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so sehr auf der Aufnahme, aber hier sind mal wieder ein paar Motorradfahrer durchgerauscht an der Kreuzung. Ja, naja, aber es schläft immer noch. Ja. Die sind echt knall- und schusssicher, ich schwör's euch. Diese Kaninchen sind sowas von tiefenentspannt. Das schätze ich so an der Rasse. Ja, jedenfalls, genau, 1980er gab es nochmal eine Hochzeit mit Angora-Kaninchen, weil dementsprechend halt auch die Industrie viel gefordert hat an Wolle. Und da haben dann halt auch die Züchter das dann direkt an die wollverarbeitenden Betriebe dann geschickt, die Wolle, und haben dann teilweise dafür dann auch mal fertige Decken oder auch Unterwäsche und solche Geschichten dann halt mal so wärmende Unterhemdchen dann zurückgeschickt bekommen. Das war aber damals in den 1980ern. Wir sind jetzt in 2024 sind wir jetzt, Januar 2024, und nein. Ich muss euch da leider enttäuschen. Niemand, bis auf ein paar Spinnengruppen, nimmt mehr eure Wolle momentan. Es gibt keinen großartigen Verwerter mehr in Deutschland, der die nimmt. Teilweise kauft. Nee. Oh. Ja, Seidenhase, die kaufen auch teilweise noch auf, ne? So, da, also da könnt ihr euch auch dran wenden, ne? Die gucken dann wohl auch vorher, ob das Ganze dann dementsprechend mit deren Firmenphilosophie konform ist. Die kaufen noch ein bisschen Wolle auf und ja, das war's. Mehr haben wir nicht. Ne? Obwohl halt die Tiere hier immer tierschutzkonform auch gehalten wurden, geschoren wurden. Und es da halt auch zu keinerlei Verletzungen kommen darf während der Schur. So. Und ja, die Nachfrage, wenn die runtergeht, dann werden dann halt auch die Tiere weniger. Das ist das Dilemma, wo wir uns momentan drin befinden. Diese Tiere sind halt einfach sehr selten geworden. Und vielen ist das auch gar nicht bewusst, dass es nur noch so wenig Angora-Kaninchen gibt, weil sie sich mit der Materie auch nicht auseinandergesetzt haben. Klar, ne, viele Tierschutzorganisationen setzen sich dafür ein, wenn diese Tiere so grausam behandelt werden, wie sie das da zeigen, sollte man sofort intervenieren und sagen, stopp, so auf gar keinen Fall. Ne? Aber dann frage ich mich auch immer, warum gehen die nicht dahin, warum reden die nicht mit denen, dass man es halt so nicht macht und dass es so auch nicht wirtschaftlich ist, was die da machen. Ne, das kommt ja noch mit hinzu. Ne? So Wolle einfach so rausrupfen aus dem Tier, aus dem deutschen Angora-Kaninchen, ist die purste Qual. Das bringt zum einen nichts, weil diese Tiere verlieren halt keine Wolle so. Die französischen Angora-Kaninchen verlieren alle 100 Tage die Wolle, die löst sich, aber auch da sollte man nicht dieses rabiate Rupfen anwenden. Auch da gibt es andere Techniken, die dann angewandt werden, normalerweise. Ja, soweit erstmal von uns. Ich hoffe, es war ein bisschen erhellend. Ich schaue mal, was wir hier noch als nächste Themen noch mit euch präsentieren können. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt. Ne? Wie gesagt, der Standard ist halt wichtig in der Rasse Kaninchenzucht, weil man da jederzeit nachschlagen kann, was ist wichtig, worauf schauen jetzt auch die Preisrichter, was denen wichtig ist bei der Rasse. So bei den dicken Flauschis wäre es jetzt ja zum Beispiel wichtig, gutes Wollvlies, gute Wollstruktur, so solche Sachen.
sind total wichtig. Der Körperbau ist wichtig. Wie sind die Tiere gebaut? Ach, ich gehe jetzt den Standard nicht mit euch durch. Das Ganze ist bereits schon im Video mit das deutsche Angora-Kaninchen. Habe ich schon einiges aus dem Standard vorgelesen auch. Das könnt ihr euch da dann nochmal anschauen, worauf es da genau ankommt bei den Tieren. Und wie gesagt, ich kann euch die DVD wirklich ans Herz legen. Schaut sie euch an, auch mit Vereinskollegen. Das ist wirklich, sorgt für ein bisschen Diskussionsstoff. Kann ich euch jetzt schon mal verraten, ne? Also das wird spannend. Und für alle, die halt einfach nur Kaninchen interessiert sind, kann ich halt sagen, es gibt eine Menge Informationsmaterialien, auch auf der Homepage vom ZDRK über Kaninchenzucht, über Kaninchenhaltung. Es gibt nun mal sehr viele verschiedene Haltungssysteme in Deutschland zu Kaninchen, von der Gruppenhaltung über die Mastkaninchenhaltung, Privathaltung, Züchterhaltung. Es ist halt auch begründet aufgrund der Geschichte dieser Kaninchen, was mal der Sinn und Zweck war von Kaninchen in Deutschland. Auch dazu habe ich dann halt in dem Video über die Geschichte der Rassekaninchenzucht, bin ich da schon drauf eingegangen, könntet ihr euch auch noch mal anschauen bei Interesse. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid und schaut auch ruhig mal bei uns im Shop rein. Vielen Dank und bis demnächst.